Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play XCOM 2 War of the Chosen. Und ich muss euch was gestehen, ich habe eben völlig vergessen aufzunehmen und das ist ziemlich doof, denn jetzt habe ich ein paar Forschungen beendet, die ihr nicht mitgekriegt habt. Tut mir leid, aber ist nichts Wichtiges passiert, also ist keine abgekratzt oder irgendeine Mission oder so, ja. Nur ein paar Forschungen und ansonsten, ja, ist da eigentlich nichts Wichtiges passiert. Ich glaube, das mit dem Codex habt ihr mitbekommen. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wann ich da vergessen habe aufzunehmen, deswegen da können jetzt ein paar Sachen, aber ich denke, das war eigentlich nur die Forschung, deswegen hoffe ich mal, war in der letzten Episode noch alles dabei, weil ja, ich habe so viele Episoden hier schon vorgedreht, dass ich da manchmal auch ein bisschen aus dem Takt komme, das tut mir leid, aber ich denke, das ist alles dabei und jetzt machen wir hier einfach mal weiter. So, hier kommt jetzt eine weitere Mission vom Widerstand. Schwerer Mech, Elite-Purifikator, Elite-Lanzenträger, Codex und Phantom. Ah, also schwerer Mech ist nicht schön, aber Phantom ist auch nicht schön. Elite-Lanzenträger und Purifikator ist allerdings okay. Also es ist kein schwerer, müssen wir nur ein Ziel neutralisieren. Also es ist eigentlich eine gute Mission, um den Codex zu hacken, würde ich sagen. Das machen wir jetzt auch. Shen werden nur zufrieden sein, wenn wir den Schädelstecker erfolgreich nutzen. Wir sollten vor dem Einsatz einen unserer Soldaten damit versehen. Ja, am besten einen, der schön mobil ist. Und wer ist mobil? Unser Warlord hier, der Zottel. Deswegen einmal ein Gedankenschild. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn wir das Ding da reinrammen. Da bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Also ist halt einfach schon ziemlich lange her, dass ich gespielt habe. Deswegen werde ich jetzt auch viele starke Einheiten mitnehmen. Also da, wo ich genau weiß, dass die mir den Arsch retten können. Wir haben jetzt einen Heiler dabei, oder? Nee, nehmen wir Omega mit. So, einmal das Medkit. Und dann machen wir hier die Gedankenschilder. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt da so ein Fiedern. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwas passiert. Es ist wie gesagt ein bisschen her, aber wenn das so ist, wie ich denke, dass es ist, dann sollten wir Nano-Schuppenwesten mitnehmen. Beziehungsweise, ah, Quatsch, Gedankenschilder, meine ich natürlich. So, dann geben wir ihm jetzt hier noch was mit, weil das ist eine sehr, sehr gute Einheit von uns und da möchte ich auf jeden Fall hier noch eine Waffenverbesserung reintun. Da können wir vielleicht mal... Ja, das hier klingt gut. Nee, das hier. Mit der Crit-Chance. Das nehmen wir mal. Und ja, würde ich sagen, Ogo Ogo, den Stecker haben wir, den Rest haben wir auch, jo, rein da. Rein ins Vergnügen und den Codex dürfen wir nicht töten, den müssen wir hacken. Sky Ranger eingesetzt. Aber das wird schon. Wir können ihn ja einmal anschießen, dass er sich teilt und dann können wir ihn hacken oder so ähnlich. Auf jeden Fall hat die Einheit, die richtig schön mobil ist, sage ich mal, ja, die Möglichkeit, da schön da ranzukommen und dann das Ding da reinzurammen. Außerdem, ja, haben wir jetzt Zeit. Neutralisieren Sie alle Feinde und bergen Sie die Zielperson möglichst lebendig. Wenn alles andere fehlschlägt, schalten Sie sie aus. Menace 1-5, Zielort bestätigt, sofort angreifen. Eliminieren Sie alle Feinde. Opposition is masked. Ah. Ah, hier ist wieder eine Einheit, die wir einfach so mal vorschicken können. Ja, so ein kleiner Hampelmann hier. Geht er hier. Wir haben aber einen Hacker dabei, oder? Ja, wir haben einen Hacker dabei. Move into designated position. Und er kann sogar hacken, das ist sehr schön. Dann können wir das von Teil davon ausschalten. Accessing system. Ja.
Oh ja, geschafft. Glück gehabt. Bypassing Security. Hack the planet. Das ist das Ding nämlich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns da hinbewegen. Das war der Plan. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ist doch nicht so die perfekte, der perfekte Auftrag dafür. Ja, gut. Würde ich sagen, greifen wir an. Oh, da habe ich eine ganz andere Idee. Erster. Zweiter. Hat aber ein bisschen wehgetan. Aber sowas muss wehtun. Das muss wehtun. So, aber ich würde sagen, dass wir den anderen mal eben kurz heilen. Ja, einmal eine Gremlin-Heilung hier rein. Just in case. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt, aber ist, glaube ich, nicht verkehrt. Alter, wie weit er sich bewegen kann, seht ihr das? Richtig krass. Hätten wir mal dem den Schädelstecker geben sollen, der kann ja hier bis Ghana laufen. Richtiger Marathonläufer. Der Jäger kommt. Oh ja, der Jäger. Ist eh ein Schwachmat, also ist mir egal. Den müssen wir bald mal jagen hier. Oh, der hat zwei Rüstungen. Oh, der wird immer stärker. Uiuiui. Den müssen wir bald weghauen. Wir sollten das Ding jagen und ausschalten, bevor es uns zu viele Probleme bereitet. Glauben Sie wirklich, dass Sie sich vor mir verstecken können? Manus 1-5, Zielidentität bestätigt. Na, Problem ist halt jetzt wirklich so der Zeitdruck. Sonst könnte ich die Mission mit dem Codex machen. Aber ich denke, dass es zeitlich nicht hinhauen wird. Das wird einfach, das wird zeitlich nicht klappen hier. Ich sehe den Weg. Over it.
Ja, wird zeitlich. Kletterhaken. Die Ältesten sind ziemlich ungehalten, weil sie eines meiner Geschwister getötet haben. Ich muss wohl einschreiten. Der Auserwählte ist genau dort, wo wir ihn haben wollen. Greifen wir an. Machen Sie sich bereit. Hier wird es gleich noch lebhafter. Ach, zwei kann er sogar rufen. Nee. Genießen Sie Ihre letzten Atemzüge. Claro que sí. Ja, da vorne sind auch zwei Einheiten, die ich jetzt nicht unbedingt triggern möchte. Und ich werde sie triggern, wenn das hier nicht so läuft. Wie ich das geplant habe. Ja, die ganze Situation hier ist ein bisschen unknusprig gerade. Es gefällt mir alles nicht so. Ich könnte jetzt reinlaufen, dann würde ich den aber triggern und ich will den nicht triggern. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier... Nope. Nope, nope, nope. Gestreift. Vielleicht sollte ich nochmal über meine Kombis nachdenken, so. Dieses Zeichen überdauert deinen Schmerz. Was geht da durch die Rüstung durch? Die Ältesten haben euch hierfür erschaffen. Beweist euch. Ja, mit dem Kodex, das wird nix. Weiß ich jetzt schon. Wenn Advent zu etwas Nütze wäre, würden sie mich nicht brauchen. Versuchen wir etwas anderes. Da ist Verlass drauf. Blutung. Das sieht schmerzhaft aus. Ich gebe ihnen eine faire Chance. Was jetzt auf 11? Das kann ich nicht. Also 11 Schaden gekriegt, ja, das ist nicht schlecht. Nummer 15. Der ist gleich down. Ich wette, das schaffst du nicht nochmal.
Und weg ist er. Sehr schön. Ja, das da vorne sammeln wir gleich mal ein. Ich weiß nicht, mit wem ich das einsammle. Sie haben mich wieder überrascht, Commander. Vielleicht muss ich meine Taktik überdenken. Hervorragende Arbeit, Commander. Es war kein endgültiger Sieg, aber zumindest haben wir uns die Auserwählten einen weiteren Tag vom Hals gehalten. Commander, dieser Kodex bietet uns die ideale Gelegenheit zum Infiltrieren des FN-Netzwerks. Wir müssen ihn mit dem Schädelstecker angreifen, um den Prozess zu initiieren. Tja, jetzt muss ich mich doch um die Phantome hier kümmern. Ich wollte das eigentlich noch eine Runde aufschieben, deswegen habe ich mich jetzt eigentlich da positioniert, um... Naja. Nevermind. Hat sich ja jetzt eh erledigt hier. Die ganzen Pläne. Sehr schön. Vielleicht klappt das doch noch, wie ich das haben möchte. Und die Chance besteht. Und dafür müssen wir natürlich jetzt auch mal treffen. Ein Zielfernrohr, sehr schön. Psi-Bombe, ne? Genau. Sind wir jetzt doof, weil hier so viele Leute stehen, aber gut, zwei Waffen sind nicht deaktiviert worden. Boah, die eine blutet. Ich muss jetzt erstmal wieder gerettet werden. Denn der Schädelstecker hier. Gremlin Heilung, genau. Ich will eigentlich den Gegenstand da haben. Jetzt aber auch keine Lust, dass der andere sich da teilt. Nein! Das war der falsche. Oh Mann, ich wollte auch eigentlich... Ach, scheiße. Na, Codex ist auch tot. Ich habe gekrittet, obwohl ich gar nicht kritten wollte. Ich wollte ihn eigentlich nur... Egal. Ja, die Mission ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich sie haben wollte. Vor allem werde ich eigentlich nie wieder so eine angenehme Situation haben mit dem Codex. Wo ich das so einfach hacken kann. Es wird weitaus unangenehmer werden die nächsten Male. Deswegen sehr schade. More Haftaus.
1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu Ihrer Position ist. Manners 1-5, Vorsicht, feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Ja, bin schon dabei. Location confirmed. Running! Ich hätte mal nachladen können. Ich werde jegliche Störung spüren. Ich hatte gehofft, dass da vielleicht Dings bei ist. Ein Codex. Fast down. Auch nicht schlecht. Gut, ich muss jetzt den... Ich kann den Schaden eigentlich mal in Kauf nehmen hier. Ist nicht so schlimm. Dafür der Skill ist so brutal einfach. Gehen wir weiter. Ja, können wir schon mal so ein paar rausbringen hier. Haben wir gleich weniger zu befehligen. Und gute Nacht. Ich glaube, jetzt haben wir alle, ne? Ich glaube schon. Ja, das mit dem Codex war jetzt nicht so optimal, dass das nicht funktioniert hat. Ich möchte den Bürgern von Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch kriminelle Elemente zu verhindern. Die Ältesten haben... Die Auserwählten der Ältesten sind extrem widerstandsfähig. Trotz unseres heutigen Sieges haben wir noch viel zu lernen, wenn wir sie dauerhaft besiegen wollen. Ja. So, jetzt brauchen wir hier die Plasmagranate. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Feldmedizin. So, wollen wir mal gucken hier. Kontakte herstellen, ne? Genau. Kurs auf die indische Region. Dann haben wir die mentale Stärke.
Es freut mich, dass unsere Zusammenarbeit den gewünschten. Überragende Beweglichkeit, sehr schön. Kameradschaft vom Widerstandsbefehl. Kontakt mit Region wird sofort hergestellt. Kampfintelligenz. Eine Beförderung könnte man hier bekommen. Haben wir bei der letzten nicht auch eine Beförderung gekriegt? Und auch wenn Colonel eigentlich das... Ich glaube, Colonel war eigentlich das Höchste, aber irgendwie... Ich weiß es... Doch, stimmt. Colonel war, glaube ich, das Höchste. Ich dachte, das wäre... Da habe ich sogar Scheiße gelabert, glaube ich. Ich habe gesagt, dass es noch ein höher geht, geht's gar nicht. Colonel ist anscheinend das Höchste. Shit. Habe ich ja völlig umsonst reingemacht. Ach, Menno, ich dachte, es geht höher. Egal. Forschungsdurchbruch. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Aber das hier klingt nicht schlecht, da können wir die so ein bisschen verbessern. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. So, ein paar Infos hier. Würde ich sagen, hauen Sie mal das hier. Diese Spezies, die als Torwächter bezeichnet wird, scheint über erstaunliche Psi-Kraft zu verfügen. Wie bei den anderen biomechanischen Einheiten der Aliens, wird es eine Weile dauern, ihre Systeme zu entschlüsseln. Dann hauen wir mal die Forschung an hier und da mal gucken. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Den Widerstand anzuführen ist eine schwere Aufgabe, Commander. Aber Ihre Ergebnisse lassen uns zweifeln, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen uns steigern. Die Auserwählten kennen unsere Position, Commander. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie einen Angriff auf das Schiff starten. Der Jäger, der Ältesten, hat irgendwas in dieser Region vor. So, mentale Stärke haben wir. Und ja, in der nächsten Mission, beziehungsweise in der nächsten Folge, greifen wir dann den Jäger an. Wir kennen nämlich jetzt sein Versteck. Und das werden wir jetzt in der nächsten Runde dann angreifen. Ja, bis dahin. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Alles Gute. Und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Und tschüss.